Peace, guten Tag. Die unfassbare Arroganz kleiner YouTuber. Yeah, yeah, so there's love. Um was geht's heute in dem Video? Also schon mal vorweg, in der Community, in der ich mich bewege, ist es mir noch nicht aufgefallen. Es geht um die Kommentarfunktion. Und ich spreche auch nicht davon, dass man sich innerhalb der Community immer unterstützt mit Kommentaren und so weiter und so fort. Das ist mir klar, dass nicht jeder meine Videos gucken kann und kommentieren kann und liken oder disliken kann. Da habe ich selber die Zeit auch nicht für, jedes Video mir anzugucken. Und das soll jetzt auch nicht das Thema sein, sondern das Thema ist, ich meine heute mal, die YouTuber, die kleinen, die Kommentare bekommen und darauf nicht antworten. Ist klar, es kann mal sein, dass ein Kommentar mal durchrutscht und man den nicht sieht oder zu spät sieht. Aber wenn man ständig Kommentare bekommt, als kleiner YouTuber, meinetwegen 7 Kommentare, und darauf überhaupt nicht reagiert, weiß ich nicht, hat das was mit Arroganz zu tun oder mit Dummheit oder mit was? Man muss sich das mal so überlegen, ja? Du, kleiner YouTuber, denkst dir was aus. Eine Idee für ein Video. Du bastelst dir oder schreibst dir ein Skript. Du kaufst dir Equipment oder besorgst es dir irgendwie. Machst dir da auch schon Gedanken. Du machst dir Gedanken über Licht, Aufnahmeort, Sound, Kulisse und so weiter. Du nimmst es auf. Du ziehst es auf deinen Rechner. Du cuttest es. Du machst Musik drauf, irgendwelche Effekte oder weiß der Kuckuck irgendwas noch, um es schöner für dich zu machen. Du denkst dir ein Thumbnail aus, was auch nicht zu verachten ist. Wenn ein richtig krasses Thumbnail da ist, dann hat das auch Zeit gedauert. Und dann lädst du es hoch. Denkst dir noch einen schönen Titel aus, schöne Keywords, eine tolle Beschreibung. Und lädst es hoch und wartest und wartest. Und endlich kommt einer und guckt sich das an. Ja, 20 Aufrufe dein Video und 3 Kommentare und du reagierst nicht. Was ist das für eine Scheiße? Und dann erzähl mir nicht, dass du dafür keine Zeit hast. Ich habe ja gerade eben so eine ellenlange Geschichte erzählt, was man vorher alles betrieben hat für einen Aufwand, um dieses Video überhaupt hochzukriegen da. Und dann hat man keine Zeit für 2 Sekunden einen Kommentar zu beantworten. Und ich rede auch nicht von diesen Kommentaren Abo gegen Abo oder tolles Video, sondern wenn sich das einer angeguckt hat, dein Video, dann hast du gefälligst zu antworten. Das hat was mit Höflichkeit zu tun. Respekt und Anstand. Ich habe fertig.